Hallihallo und willkommen zum Morgana Guide in Season 7. Yeah. Werfen wir zunächst einen Blick auf die roten Runen. Wir nehmen Magiepenetration mit. Über das Q, wenn wir es treffen, haben wir in Kombination mit dem W wirklich viel Schaden dabei, was uns in der Early-Phase gut helfen kann. Auf den gelben nehme ich dann Scaling HP mit. Wir werden im späteren Verlauf die ein oder andere Sache mit Resistenz mitnehmen. Ich sage nur Sonya Stundenglas, denn wir befinden uns meistens mitten in den Kämpfen. Und da werden wir dann die Resistenzen, die wir im Endeffekt noch bauen, mit den Scaling HP Runen ein klein bisschen untermauern können. Da wir ja, wie gerade angesprochen, in den Kämpfen sind, möchte ich allerdings auf den blauen Runen Flat Magieresistenz mitnehmen, damit wir dann halt eben in der Early Phase nicht ganz so viel Schaden bekommen. Und um unsere Aggressivität ein klein bisschen zu pushen, nehmen wir auf den Quintessenzen noch Flat AP mit, ein bisschen mehr Schaden fürs Early Game. Die Aggressivität zeigt sich dann auch in unseren Masteries. Wir nehmen Wanderlords mit im Cunningbaum. Ich persönlich nehme dann auch noch die Magiedurchdringung in der Reihe davor mit. Wir können Wanderlords alleine durch unser W eigentlich fast immer auslösen und eben den angesprochenen Burstschaden über unser Q-W-Kombination möchte ich hier mit der Magiedurchdringung noch ein bisschen pushen. Davor werden wir Bandit mitnehmen. Wenn jemand gebindet wurde, können wir locker unsere Auto-Attacks setzen. Wir können also so mehr Gold bekommen. Da lohnt es sich eigentlich kaum, andere Spells mitzunehmen. Übrige Punkte zuvor sind wie immer Standard. Die restlichen 12 Punkte, die wir aber noch zur Verfügung haben, teile ich bei Morgana mal wieder ein klein bisschen auf. 6 Punkte gehen in Ferocity mit erhöhten Ability-Schaden und Exposed Weakness, das heißt, wenn wir einen Zauber treffen und mit unserem W treffen wir eigentlich immer irgendjemanden, dann bekommt dieses Ziel 3% mehr Schaden. Für den Roaming-Fall packen wir in Resolve erstmal die Lebensregeneration mit und dann natürlich noch der erhöhte Movement Speed, wenn wir durch Büsche und den Fluss wandern. Wenn wir mal schnell auf die Mitte rotieren und dort einen Q versuchen, dann hilft uns diese Fähigkeit sehr. Dann werfen wir einen Blick auf meine Skill Order. Ich betone das ganz bewusst, denn ich werde es ein klein bisschen anders machen, als viele tun. Zunächst skill ich das Q, das ist normal, und dann das E, das ist auch normal. Mit dem Q können wir entweder erstmal invaden oder versuchen, irgendwo jemanden zu catchen. Mit dem E haben wir dann Level 2 Fighting-Potenzial, da wir ja praktisch diese große Stärke, die ein gegnerischer Supporter hat. Nehmen wir mal Thresh. Den können wir mit unserem E countern. Er kann praktisch sein CC nicht landen und sein zusätzlicher Schaden, den er über die Fähigkeit Level 2 hat, wird praktisch negiert. Das ist also unser Potenzial, über die Defensive hier auf Level 2 fighten zu können. Als drittes nehmen wir dann noch das W mit, damit wir eben unser Thunderlords immer blocken können, da langsam poken können. Und sollte es möglich sein, dass wir jemanden mit dem Q erwischen, enormen Schaden anrichten. Ich persönlich skill dann als erstes das Q komplett hoch. Mir gefällt es einfach, dass die Q-Fähigkeit hier vom Binding her, von der CC-Dauer enorm erhöht wird. Ich glaube, es ist bei Morgana bis zu 3,5 Sekunden oder mindestens 3 Sekunden, was hier das Binding hält. Wenn man da jemanden trifft, dann ist das Team schneller da, als er gucken kann und wir haben einen Kill. Nach der Q-Fähigkeit nehme ich allerdings das E hoch, denn wie bereits angesprochen, es ist ein enorm starker Spell, mit dem man den gegnerischen CC negieren kann. Das versuchen wir natürlich für uns zu nutzen, um unseren Bruiser oder unsere ADCs, je nachdem wer uns denn gerade carried, mit dem Schild zu unterstützen, damit dieser in Ruhe kämpfen kann. Restliche Punkte in W und wir sind glücklich. Bei den Summoners ist immer so ein bisschen nach Präferenzsache. Flash nehmen wir auf jeden Fall mit, damit können wir, sei es jetzt mal Level 6, reinflashen und unsere Ulti zünden, damit wir einen Kill haben, oder wir müssen entkommen, das ist ja sowieso Standard. Nur ob wir jetzt Exhaust oder Ignite mitnehmen, obliegt dem eigenen Spielstil. Ich persönlich nehme eigentlich meistens eher Exhaust mit, damit ich später auch noch gut peelen kann. Denn Morgana hat jetzt halt nicht so die Fähigkeiten zum Peelen, also hilft uns hier die Verringerung des Schadens enorm. Zu guter Letzt blicken wir auf den Item-Build. Wir fangen mit Spell Thief an, nehmen ein paar Pots und Boarding Trinket mit. Völlig normal, wir spielen aggressiv und wir können das Spell Thief mindestens über unsere W-Fähigkeit immer auslösen. Wenn wir nicht schon mit einem Q getroffen haben und dann per Auto-Attacks es ausgelöst haben, das W hilft uns im Endeffekt dann, das durchzukriegen. Wir bauen das Ganze dann weiter aus zu Frostfang, damit wir mehr Gold bekommen. Den Sidestone packen wir mit ein. Ein paar normale Schuhe habe ich hier eingetragen, denn für gewöhnlich kann man nicht so genau sagen an diesem Punkt, wie man spielen möchte. Möchte man jetzt halt auf die Boots of Mobility gehen und dann ein paar Mal mehr roamen und versuchen, hier irgendwie mit der Ulti Plays zu machen? Oder möchte man praktisch vorausschauender spielen und Boots of Swiftness mitnehmen
damit man dann in den Fights relativ schnell ist und mit seiner Ulti auch gut arbeiten kann. Das muss man an dem Punkt sehen, also bis zum Midgame nehme ich noch normale Schuhe mit. Den Midgame-Item-Build würde ich dann noch mit Forbidden Idol abschließen, es bietet alles, was wir aktuell brauchen. Mana-Regeneration, Cooldown-Reduction. Die Schildstärke ist zwar noch unrelevant, denn unser Schild ist nicht sonderlich stark, aber wir wollen dieses Item ja noch weiter verwerten und dann wird es relevant. Das führt uns auch schon zu einem Late-Game-Item-Build. Ich nehme hier auf jeden Fall Frostqueen mit dem Ruby Sidestone. Hier habe ich euch eben jetzt die Boots of Swiftness eingetragen, denn wie gesagt, ich möchte, wenn dann, mich so oder so entscheiden. Das ist dem aktuellen Spielstil geschuldet. Solider und effizienter sind die Boots of Swiftness, da wir mit denen halt unsere Ulti besser in Fights durchkriegen. Wenn wir ein Ziel haben, das gerade gestunt werden muss, haben wir so die Möglichkeit, dranbleiben zu können. Unser Forbidden Idol haben wir in Redemption ausgebaut. Es ist inzwischen das Jedermanns-Item. Und wir haben auch noch den Punkt, dass wir unser E verstärken können. Da kann man eigentlich nicht meckern. Mit dem Iron Solari, das wir im Nachhinein noch bauen, haben wir dann eben die Möglichkeit, ein paar Resistenzen zu haben, die wir dann zuvor mit viel Leben untermauert haben. Wir haben die Schilde für alle, das durch Redemption relativ stark geworden ist. Und wir haben vor allem jede Menge Magieresistenz. Die Rüstung kriegen wir dann noch über das Sonias. Eigentlich bauen wir dieses Item ja nur wegen der Active. Wir wollen ja so gesehen mitten in die Kämpfe rein mit unserer Ulti und möglichst viele Ziele stunnen. Die Sache ist allerdings die, wenn man als Supporter mitten in die Gegner reinrennt, dann hat man für gewöhnlich ein Problem. Man braucht also Sonias Stundenglas, damit man das Ganze überleben kann und eventuell auch noch mit der Ulti den ein oder anderen stunnen kann. Je nachdem, wie man das Ganze spielt, muss man oder sollte man Sonias Stundenglas auch wesentlich vorziehen. Vielleicht sogar noch bevor man Redemption ausbaut. Das ist aber dann eben so eine Sache, das muss man in dem Moment sehen, wie das Spiel verläuft. Wenn man eher passiv spielt, dann würde ich sagen, man baut es so, wie es hier auch vorgeschlagen ist. Und wenn man eher ein aggressiver Morgana-Support ist, dann kann man ihr Stundenglas auch sehr gerne mal vorziehen. Und zu guter Letzt noch ein Kombi-Item-Build. Hier verändert sich wie immer nur, dass wir Support-Item und Sidestone verbinden. Und da ja Rylas Kristallzepter jetzt so schön billig geworden ist, nehmen wir das doch gerne mal mit. Durch unser W haben wir eine Fläche, auf die keiner mehr treten möchte, denn dadurch wird er geslowed und wir haben dann die Möglichkeit, unser Q leichter zu treffen. Auch wenn der Slow nur bei 20% ist, ist es trotzdem ein Slow, der es uns ermöglicht, effektiver, besser unseren Skill treffen zu können. Soweit war es aber auch schon zu Morgana. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag und bis demnächst. Tschüss, Gemüse!